teilt. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen und wie immer liebe Steuerzahler auf der Tribüne. Wir öffnen also die Debatte zum Bundeshaushalt 24. Beginnen möchte ich zunächst mal mit dem Projekt Konsens, verehrter Kollege Lindner, das für die organisatorische, handwerklich wie auch intellektuelle Handlungsunfähigkeit Ihres Ministeriums Pate steht. Das Projekt Konsens beschreibt aber auch das gesamte Elend der Regierung Scholz, kurz Schuldenkoalition. Konsens ist ein Akronym, liebe Steuerzahler. Sie kennen das vielleicht Elster, wenn Sie Ihre Steuern erklären, für koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung. Darunter gliedern sich weitere Verfahren wie Ginster, Elster, Elfe, Lavendel, Sesam und so weiter. Assoziationen zu Biene Baja sind herzlich willkommen, wobei mich, Herr Lindner, Sie eher an den etwas plumpen und fluguntauglichen Willi erinnern. Warum ich bei Spinne Thekler, er ist nicht da, an den Bundeskanzler denke, weiß ich jetzt auch nicht. Aber kommen wir zu dem weiteren Elend, und da darf ich die CDU vielleicht auch mal an ihre Geschichte von 1993 bis 2006 erinnern. Es gab eine Vorgängergesellschaft, die hieß Fiskus GmbH. Die hat in immerhin 13 Jahren dieses Projekt 400 Millionen Euro, liebe Steuerzahler, Geld verschlungen. 400 Millionen Euro, das wäre übrigens etwas, da könnten wir bei den Bauern weiter die Diesel- und Agrarrückerstattung vornehmen. Dieses Projekt hat nichts hervorgebracht. Und nun haben es tatsächlich, ist es sozusagen geordnet in die Insolvenz geführt worden. Und nun schaffen es die Finanzakrobaten von CDU, CSU, SPD und FDP und natürlich auch Grünen, von 2007 bis 2023 für dieses Projekt 2 Milliarden Euro zum Fenster rauszuwerfen, meine Damen und Herren. 2 Milliarden Euro. Der Bundesrechnungshof sagte, eine tragfähige, hören Sie sich das an, Herr Lindner, eine tragfähige Finanzplanung ist ebenso noch nicht gegeben. Und der Bundesfinanzhof sagt, es wird wahrscheinlich weiter ein Finanzbedarf von 730 Millionen Euro für 23 bis 28 angenommen, ohne jedes Ergebnis. Und das beschreibt Ihre Regierung, ohne jedes Ergebnis. Sie sind unfähig. Und das, meine Damen und Herren, ist so wie bei der Fertigstellung des Flughafens BER. Fehlanzeige, auch unglaublich. Unfähigkeit der Koordination bei der Bundeswehr, Herr Pistorius ist, glaube ich, auch nicht da. Finanzplanung wie bei Ihrem Haushalt, verfassungswidrig. Effizienz wie bei der Migrations- und Abschiebepolitik, Fehlanzeige. Insgesamt also eine Einöde bei Konsens, wie bei allen Infrastrukturprojekten, meine Damen und Herren, in Deutschland. Sie merken es jeden Tag. Die Bahn, Wasserstraßen, Stromnetz, schnelles Internet, Autobahn, Fehlanzeige. Stattdessen, Sie kennen es ja, Fahrradwege in Peru. Wahrscheinlich tue ich sogar Biene Maja, Willi Thekler und Kurt Unrecht, indem ich Sie mit dieser desaströsen Bundesregierung in Verbindung bringe. Aber da könnte ja Herr Habeck als Kinderbuchautor auch was zu sagen. Die Biene Maja und ihre Freunde erfreuten immerhin die Menschen und Sie da draußen und führten meistens die Geschichten zu einem Happy End. Ihr Regierungshandeln hingegen spaltet die Gesellschaft finanziell, indem die Leistungsträger, ein weiteres Fremdwort für Grüne und SPD, zunehmend mit Steuern und trotz aller Lippenbekenntnisse weiter mit bürokratischen Hemmnissen überzogen werden. Kommen wir aber auch zum gesellschaftspolitischen Diskurs, der in jeder Haushaltsdebatte führt. Muss der Verfassungsschutz eigentlich Sie, meine Damen und Herren von der Regierung, jetzt auch beobachten und die tragenden Parteien? Denn diese Regierung, und Herr Lindner ist jetzt gegangen, wahrscheinlich kennt er meine Rede, Sie diskutieren ernsthaft hier in linken Kreisen die Aussetzung und die Abschaffung der Schuldenbremse, meine Damen und Herren. Eine Bremse, die aus gutem Grund nach den verheerenden Erfahrungen der Lehman-Pleite und nach den kriminellen Haushaltsmanipulationen in Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien in das Grundgesetz eingebaut wurde. Das wollen Sie aushebeln. Links heißt eben Rechtsbruch, meine Damen und Herren, solange die Füße tragen, solange es Ihren ideologischen Werten entspricht, meine Damen und Herren. Man sagt eben nicht ohne Grund, jemand sei link. Das sollten Sie sich vielleicht hinter die Ohren schreiben. Und kommen wir zu weiteren Fakten. Ihre steuerlichen Entlastungen und Inflationsausgleichsprogramme reichen bei weitem nicht aus, die durch die Inflation verursachten Kaufkraftverluste effektiv auszugleichen. Ebenso verschlafen haben Sie von der CDU auch in 16 Jahren die längst überfällige Unternehmenssteuerreform. Für diese Regierung sind Worte wie Wettbewerbsfähigkeit, Steuergerechtigkeit, zukunftssichere und günstige Energiepolitik,
ebenso Fremdworte wie Leistungsbereitschaft und Wettbewerb, meine Damen und Herren. Und das, Herr Kindler, und das, liebe Kollegen, gehört zu einer Gesellschaft. Die DDR war auch ein Sozialstaat, ist so zusammengebrochen. Freiheit, Unternehmergeist und Bürgertum und eine breite Mittelschicht, die Sie wieder mal zu Gehör und zu Gehör kommen lassen sollten, das trägt eine Gesellschaft, aber nicht Ihr linkes Panikorchester, meine Damen und Herren. Und das Pleiteland Bremen träumt nun schon wieder, ja, wo wollen Sie es eigentlich bezahlen? Rot-Rot-Grün kann man da sagen, von einem Klimageld. Die Sinksozialisten erhöhen das Bürgergeld. Und die EU-Sozialisten sollen pro Jahr rund 37,17 Milliarden Euro im Haushaltsjahr bekommen, meine Damen und Herren. Und bei den Bauern sparen Sie für ein Promille. Sie sollten sich was schämen. Das wird es mit unserer Partei nicht geben. Nehmen Sie die Vorschläge von Peter Böhringer und Kollegen an. Dann haben Sie einen verfassungsgemäßen Haushalt. Und Sie können die Bürgerinnen und Bürger da oben auf der Tribüne endlich steuerlich entlasten. Das haben die nämlich verdient. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dr. Thorsten Rudolph.